Herzlich willkommen zum dritten thematischen Podcast für das Seminar Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft zum Thema Morphologie. Und zwar hier nur zum ersten Teil, nämlich den sogenannten Grundbegriffen. Der Podcast dient der Vorbereitung der Übungssitzung am 6.12., die wir im aktiven Plenum veranstalten wollen. Das ist der mittlere Schritt in diesem dreischrittigen Modell Introduction, Exercise, Evaluation, während am 13.12. die Ergebnissicherung stattfinden wird. Neben dem Podcast lesen Sie sich bitte in den Reader zum jeweiligen Thema ein, konsultieren die germanistische Linguistik von Busch-Stenschke und das Studienbuch Linguistik. Den heutigen Podcast werde ich ein wenig anders organisieren, nämlich anhand von 10 Grundbegriffen oder Leitfragen, auf die ich das Thema nicht reduzieren, aber herunterbrechen möchte, sodass eine saubere Gliederung für den Podcast und für Sie in der Vorbereitung gegeben ist. Erstens also, die Morphologie ist die Lehre von den Wortformen. Für die morphologische Analyse gibt es im Wesentlichen 3 Gegenstandsbereiche, nämlich einmal die Beschreibung der morphologischen Elemente im Sprachsystem, die Flexion und die Wortbildung mit dem Ziel einer Wortartenklassifikation. Wortbildung und Wortartenklassifikation werde ich heute nicht behandeln, dafür die anderen beiden Themenbereiche. Zweitens, damit sprachliche Einheiten systematisch geordnet werden können, müssen sie zunächst segmentierbar und klassifizierbar sein. Um das einem Beispiel zu erklären, schauen wir uns das Substantiv Unerklärlichkeit genauer an. Es ist nicht das schönste Substantiv, das gebe ich ehrlich zu. Aber anhand dieses Beispiels kann man ziemlich deutlich machen, oder kann man sehr gut deutlich machen, in welche morphologischen Einheiten es sich zerlegen lässt. Hier hätten wir als Elemente keit, un, lich, er, Umlautung und en. Und wenn man vorterminologisch die Bedeutung dieser Einheiten beschreiben müsste, dann könnte man so etwas sagen, wie das keit offensichtlich für die Substantivierung verantwortlich ist. Mit un wird eine Negation bewerkstelligt. Lich ist ein typisches Mittel für die Adjektivbildung. Er ist ein Präfix, der sehr typisch ist für die Verbbildung. Dann haben wir ein lexikalisches Morphem, das heißt, dass eine Bedeutung trägt, klar. Und eine Infinitivendung en. Drittens, Morpheme sind die kleinsten bedeutungstragenden Elemente des Sprachsystems. Wie man vielleicht an dem Beispiel vorher gesehen hat, bei Unerklärlichkeit ist es mir als erstes unterlaufen, dass ich keit mit einer Bedeutung versehen habe, nämlich offensichtlich für die Substantivbildung verantwortlich zu sein. Ich möchte die Begrifflichkeiten für die Morphologie, das heißt die Unterscheidung in Basis-, Wortbildungs- und Flexionsmorpheme, aber an einem anderen Beispiel besprechen als an Unerklärlichkeit, dessen grammatischer Status durchaus angezweifelt werden darf, und zugleich die Möglichkeit nutzen, den synthetischen und den analytischen Sprachbau zu unterscheiden oder ihn vorzustellen am Beispiel. Denn das ist für die morphologische Untersuchung nicht ganz unerheblich. Sie alle kennen vielleicht das Märchen vom Kalifen Storch. Das wurde 1826 erstmals veröffentlicht im Märchenalmanach von Wilhelm Hauff und ist eingebettet in eine Rahmenerzählung Die Karawane. Ganz kurz zum Inhalt oder zum Auslöser dessen, wofür ich das Beispiel hier benötige. Der Kalif Kasid und sein Großvezier Mansur kaufen von einem Krämer ein geheimnisvolles Pulver, mit dem sie sich in Tiere verwandeln können. Dazu benötigen sie einen Zauberspruch, der, wie könnte es anders sein, in lateinischer Sprache ist. Das hat noch ganz andere Implikationen in Bezug auf die Gestaltung des kompletten Almanachs, der Rahmenerzählung und so weiter. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Jedenfalls heißt dieser Zauberspruch Mutabor. Wenn Sie diese synthetisierte Wortform zerlegen wollten, müssten Sie wissen, dass Mutare der A-Konjugation folgt und deshalb der Stamm dieser synthetisierten Wortform das Basismorphem sozusagen, das die lexikalische Bedeutung trägt, mutar ist. Das B steht für die Futur-1-Bildung dieses Ausdrucks
U, das werden die meisten von Ihnen wissen, ist die Personalendung der ersten Person im Singular. Und das R am Schluss zeigt an, dass es hier, sich hierbei um einen passivischen Ausdruck handelt. Wenn Sie das also übersetzen würden, wortwörtlich, müssten Sie dies so tun: Ich werde gewechselt werden. Das klingt nicht besonders ansprechend, ich brauche aber das Partizip gewechselt, um das Partizip 2 als hinsichtlich seiner Wortbildung zu beschreiben. Sie können natürlich auch im übertragenen Sinne sagen, ich werde verwandelt werden, ich werde geändert werden und so weiter. Das möchte ich hier nicht tun. Lassen Sie uns bitte bei ich werde gewechselt werden bleiben. Das Deutsche folgt dem analytischen Sprachbau, wie man an der Übersetzung recht deutlich sehen kann. Es ist so, dass Sie unterschiedliche lexikalische Morpheme haben und grammatische Morpheme auf der anderen Seite. Ich ist ein Personalpronomen und hier wird ein wird Information darüber vermittelt, dass Sie in der ersten Person sprechen, im Singular. Werde konkurriert direkt damit. Werd wäre hier der Stamm, der lexikalische Stamm. E ist die Personalendung für die erste Person Singular. Im Präsens ist es eine präsentische Form. Wenn sie singulär stehen würde oder zusammen mit einem Personalpronomen, da aber wie in unserem Beispiel noch ein Partizip 2 und ein weiterer Infinitiv hinzukommen, das Partizip 2 gewechselt und der Infinitiv werden. Hier können Sie ganz schön die beiden Wortformen werde und werden miteinander voneinander unterscheiden. An dem Flexionsmorphem ist es so, dass dieses werde, ich werde, nicht als Vollverb, sondern als sogenannter Auxiliar realisiert wird für die Tempusbildung. Interessanter ist das Partizip 2 gewechselt. Es handelt sich dabei nämlich um die Vorsilbe G und den letzten Teil des Morphems T, um ein Wortbildungsmorphem, ein relativ komplexes Wortbildungsphonem, nämlich ein diskontinuierliches, da das Basismorphem eingebettet ist. Und mit diesem Wortbildungsmorphem können Sie einen Teil der Partizipien im Deutschen bilden. Dass es kein Flexionsmorphem ist, erkennen Sie unter anderem daran, dass man auch von den sogenannten deverbalen Adjektiven spricht, wenn man Partizipien 2 meint. Das ist ein eigener Stamm, ähnlich wie das Partizip 1, wechselnd, oder wie die wieder Infinitiv Präsens wechseln. Um das also noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, die drei wichtigen Klassen sind die Basismorpheme, die lexikalische Informationen tragen, die Wortbildungsmorpheme, die zur Bildung von neuen Wörtern mit Basismorphemen kombiniert werden, und die Flexionsmorpheme, die mit Wörtern kombiniert werden, um grammatische Informationen anzuzeigen. Wenn Sie möchten, das ist nur ein Tipp, dann schauen Sie doch mal auf der ein oder anderen bekannten Videoplattform im Netz nach dem Suchbegriffen Kalif Storch und Eterna. Es mag sein, dass Sie über ein sehr ikonisch gestaltetes Plattenlabel stolpern und die Geschichte in einem meiner Meinung nach sehr guten Hörspiel nachhören können. Das ist für die Weihnachtszeit sicher nicht verkehrt. Ziehen wir noch einmal das Beispiel Unerklärlichkeit hinzu, können wir nun die einzelnen morphologischen Elemente ganz klar diesen Klassen zuordnen. Kite wäre ein Wortbildungsmorphem, denn mittels dieses Morphems kann man Substantive bilden. Un als Partikel für die Negation oder als Präfix für die Negation wäre ein typisches Wortbildungsmorphem, ebenso wie Lich für die Adjektive, er für die Verben. Und dann hätten wir ein Basismorphem klar und ein Wortbildungsmorphem en für die Infinitivendung, das hier mit Umlaut realisiert wird, sodass das Verb klären entsteht. Viertens, neben Morphemen werden Morphe und Allomorphe unterschieden. Wie in der Phonologie und Graphematik können natürlich auch in der Morphologie Minimalpaare gebildet werden. Sie sehen das in der Beispielreihe Tische, Tisch, Bank, Banken, Bank und Bänke. Zerlegt man diese Einheiten, segmentiert man sie in Morphe, erhält man lexikalische oder Basismorpheme, Tisch, Bank und Bank, und daneben die Morphe E, EN, Umlaut und E. Wenn man diese beobachteten Morphe klassifizieren möchte, dann wird man die Basismorpheme oder lexikalische Morpheme Tisch, Bank und Bank unterscheiden
Und diese mit der Bedeutung Mobiliar, Kreditinstitut und Mobiliar belegen, während die Morphe E, EN, Umlaut und E alle für die Pluralbildung zuständig sind. Schauen wir uns die Pluralbildung im Deutschen noch einmal genauer an. Dann sehen wir an dieser Beispielreihe, dass wir ganz unterschiedlichste Realisierungsmöglichkeiten des Plurals haben. Schaf, Schafe, Bett, Betten, Katze, Katzen, Kind, Kinder, Auto, Autos, Mutter, Mütter, Hut, Hüte, Lamm, Lämmer, Räuber und Räuber. Wenn man hier eine Minimalpaaranalyse durchführte, würde man folgende Morphe beobachten, die für die Pluralbildung verantwortlich sind. E, EN, N, R, S, Umlautung, Umlautung und E, Umlautung plus R und eine Nullstelle, das sogenannte Nullallomorph. Fasst man die beobachteten Morphe zusammen, würde man davon sprechen, dass dies die Allomorphe als Varianten des Pluralmorphems sind. Zu notieren hätte man dies in geschweiften Klammern. Und das Problem ist tatsächlich, dass der Systemzwang dazu führt, dass ein Nullallomorph für die Pluralbildung von Räuber angenommen werden muss. Fünftens, der Freiheitsgrad und die Bedeutungsqualität von Morphemen ist graduell. Wir haben jetzt schon einige Male und an einigen Beispielen über sogenannte lexikalische oder inhaltlich bedeutungstragende Morpheme gesprochen und über grammatische Morpheme. Sicher ist die Beobachtung wichtig, dass die lexikalischen Morpheme häufig frei sind, so wie Hand, Fuß, Rot, Gelb, Schön, Da, Dort. Dass es aber auch gebundene lexikalische Morpheme gibt, so wie Seh, Geb, und die wesentlich seltener sind als die freien lexikalischen Morpheme. Für die grammatischen Morpheme hingegen gilt das Gegenteil. Freie Morpheme grammatischer Art wie zu im Infinitiv mit zu sind äußerst selten. Wesentlich häufiger dafür sind gebundene grammatische Morpheme, prototypischerweise sind es Flexionsmorpheme. Eine besondere Gruppe sind die sogenannten unikalen Morpheme oder Pseudomorpheme, die lexikalisch gebunden sind und selbst nicht reinbildend sind, aber in einer Reihe nachweisbar, so wie Schorn in Schornstein. Dies taucht in der Reihe Ziegelstein, Kalkstein und so weiter auf und möglicherweise hat es die Bedeutung von Althochdeutsch kommen Scoren emporragen. Sicher ist man sich da allerdings nicht. Man kann nur systematisch feststellen, dass die Bedeutung von Schorn verblasst ist. Sechstens, Allomorphe und Morpheme können in homonymer oder synonymer Relation zueinander stehen. Bei der Synonymie ist es so, dass wir einzelne Elemente haben, die unterschiedlichen Ausdruck sind, aber eine Bedeutung aufweisen. Homonymie liegt hingegen dann vor, wenn es Elemente desselben Ausdrucks sind, die jedoch unterschiedlicher Bedeutung sind. Beispiele dafür haben wir schon gesehen. Ein typisches Beispiel für die Synonymie sind die Allomorphe des Pluralmorphems, während die Homonymie zum Beispiel bei dem Morph EN als Wortbildungsmorphem, zum Beispiel in der Infinitivendung bei bringen, oder als Flexionsmorphem im Nominativ Plural vorliegt bei den Substantiven, wie in Richtungen. Als Hauptbereiche der Morphologie sind Wortbildungslehre und Flexionslehre zu unterscheiden. In der Wortbildungslehre setzt man sich damit auseinander, wie aus Basismorphemen und Wortbildungsmorphemen Wörter gebildet werden, während in der Flexionslehre die Flexion dieser Wörter mittels Flexionsmorphemen zu erarbeiten ist. Achtens, Flexion, verbale und nominale sprachliche Einheiten können mittels morphologischer Einheiten, die grammatische Informationen tragen, verändert, also gebeugt werden. Man unterscheidet hier für die verbalen Elemente Konjugation und die nominalen Elemente Deklination. Hier sehen Sie eine mögliche Übersicht über die Flexionsmöglichkeiten, nämlich Deklination und Konjugation. Die Konjugation wird unterschieden in eine starke und schwache Konjugation der Verben. Bei der Deklination wird ebenfalls unterschieden zwischen stark, schwach und dazu noch gemischt. Und im Wesentlichen werden nach der Art und Weise der Flexion oder eben
Danach, dass nicht flektiert wird, diese Wortarten sehen Sie aber nicht abgebildet, werden die Wortarten klassifiziert. Dekliniert werden die Wortarten Substantive, Adjektive, die Artikel und die Pronomina, konjugiert die Verben. Neuntens, verbale Einheiten werden konjugiert. Dabei folgt man den grammatischen Kategorien des Verbs, die zu unterscheiden sind in Person, Numerus, Tempus, Genus Verbi und Modus. Person, Numerus, Genus Verbi und Modus spreche ich hier nicht an. Hier gibt es einige Diskussionen zum Bereich des Imperativs. Das können wir im Seminar erörtern. Wichtiger scheint mir zu sein, das Tempus, also die grammatische Kategorie des Tempus. Für den traditionellen Tempora, die Sie in den Schulgrammatiken lernen, zählen Präsens, Perfekt, Futur 1, Futur 2, Präteritum und Plusquamperfekt. In der Forschung werden noch weitere Tempora diskutiert. Typischerweise sind es Perfekt 2, Plusquamperfekt 2, Futur Präteritum 1 und Futur Präteritum 2. Was es damit genauer auf sich hat, werde ich Ihnen im Seminar erläutern. Möglicherweise ist das auch Bestandteil einer Übung. 10. Nominale Einheiten werden dekliniert. Man spricht auch hier von den grammatischen Kategorien der Nomina. Man unterscheidet zwischen Kasus, Numerus und Genus. Im Deutschen werden 4 Kasus angesetzt: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Dann haben wir die Möglichkeit, zwischen Singular und Plural zu differenzieren, mittels grammatischer Information und Flexionsmorphem. Davon abgehoben ist das Genus. Wir unterscheiden im Deutschen Maskulinum, Femininum und Neutrum. Wichtig ist dabei zu beachten, dass es tatsächlich eine grammatische Kategorie ist und nichts mit dem Sexus zu tun hat, also mit dem biologischen Geschlecht. Und da diese Festlegung des Geschlechts, des grammatischen Geschlechts, von den anderen Kategorien zu unterscheiden ist, dass eine Paradigmenkategorie ist, spricht man, oder zum Beispiel Eisenberg, davon, dass Kasus und Numerus die Einheitenkategorien der Nomina sind, werden Genus als Paradigmenkategorie einzustufen ist. Die Deklinationsübersichten halte ich für Sie kurz. Wichtig wäre, dass Sie sich jeweils ein Beispiel merken, wie hier zu sehen der Tag, der Mensch, die Frau, und sich dann einprägen, dass wir 3 Deklinationstypen im Singular für die Substantive und 5 Deklinationstypen im Plural unterscheiden. Schauen Sie sich die Übersichten in Ruhe an. Wir gehen darauf in der Evaluationssitzung auch noch einmal im Detail ein. Für das Adjektiv sieht die Sache ein wenig anders aus. Hier unterscheiden wir 3 Deklinationsformen, nämlich stark, schwach und gemischt. Das Besondere ist, dass diese Deklinationsformen nicht durch das Adjektiv gesteuert werden, sondern durch das Wortumfeld, in dem das Adjektiv erscheint. Die starke Adjektivdeklination liegt dann vor, wenn dem Adjektiv zum Beispiel in einer Wortgruppe kein Artikel vorangeht. Schwach wird dekliniert, wenn Adjektive nach einem bestimmten Artikel stehen, zum Beispiel in der gute Wein. Gemischt wird dekliniert, wenn sie nach unbestimmten Artikel stehen. Das sind die Regeln, die Sie sich dazu einprägen müssen. Jeweils noch ein Beispiel, dann sind Sie bestens vorbereitet. Eine Besonderheit von Adjektiven ist, dass sie gesteigert werden können. In der Komparation unterscheidet man positiv, komparativ, superlativ. Das sind die 3 Steigerungsstufen. Prägen Sie sich bitte den Begriff positiv besonders ein, denn das ist derjenige, der von Studierenden gern vergessen wird, von allen anderen übrigens auch. Beispiele gibt es buchstäblich wie Sand am Meer. Und damit komme ich zum letzten Punkt dieses Podcasts. Halten Sie durch. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und wir sehen uns am Donnerstag. Bis dahin, tschüss.